Guten Abend und herzlich willkommen im Jüdischen Museum hier vor Ort und im Livestream. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind, trotz des drohenden Gewitters, was noch nicht ausgebrochen ist. Heute Abend in unserer Reihe Denken ohne Geländer, diesem von Hannah Arendt inspirierten Titel, geht es um ein Wort, was für uns als Jüdisches Museum von besonderer Bedeutung ist, nämlich Emanzipation. Und mit diesem Wort, mit diesem Begriff ganz besonders beschäftigt hat sich die Philosophin Rahel Jäge. Ich freue mich deshalb, dass sie heute Abend hier ist, zu Gast aus Berlin und das Gespräch führen wird, wie immer, Michel Friedmann, über den ich mich auch sehr freue, dass er da ist. Und jetzt dürfen wir alle gespannt sein auf den kommenden Dialog. Schön, dass Sie da sind. Wann hatten Sie jemals das Gefühl, ein emanzipiertes Leben zu leben? Ach du je. Ich glaube, das ist kein Zustand, den man einfach so an sich feststellen kann. Man merkt es vielleicht manchmal in Bezug auf diese oder jene Angelegenheit. Man merkt, man spürt den Prozess des Sich-Emanzipierens möglicherweise, wenn man sich aus Verhältnissen herauslöst, die einen bedrückt und bedrängt haben. Aber so dieser Moment, jetzt führe ich ein emanzipiertes Leben, ich weiß gar nicht, ob der so. Ich habe gerade verstanden, auftaucht. Sie beschreiben den Weg. Aber es gibt ja an jedem Weg jedenfalls so Meilensteine, wo man auch stehen bleiben kann. Und deswegen nochmal die Frage, vielleicht gucken Sie sich nochmal aus einer anderen Perspektive an. Leben Sie ein emanzipiertes Leben? Und wenn ja, ganz, wo nicht, was fehlt? Oder ist Emanzipation tatsächlich, wenn ich Ihre Antwort noch mal ernst nehme, nur ein Weg, ein Prozess? Also ich glaube, es ist ein Weg, ein Prozess. Und ich glaube auch, es ist ein Weg, den man, der sich im Gehen ergibt, gewissermaßen. Aber natürlich gibt es Momente, wo man merkt, davor habe ich jetzt keine Angst mehr. Ja, also das können ja so kleine Etappen von Emanzipationsprozessen sein, dass man Dinge, auf die man zu bestimmten Zeitpunkten seines Lebens oder in bestimmten Verhältnissen mit Angst, mit ja, Beklemmung, mit einem Gefühl von Unfreiheit reagiert hätte, dass man merkt, und das geschieht dann ja manchmal tatsächlich auch plötzlich, ja, dass man auf einmal merkt, nee, ich kann das einfach machen. Und wie das, zentral das ist nicht. Das Gefühl, das Sie eben angesprochen haben, Angst als ein Hindernis, sich zu emanzipieren? Und ist das eine Emanzipation aus dem Angstgefühl oder ist der Weg, sich zu emanzipieren, irgendwann mal auch das Ergebnis, dass man die Angst verliert? Was ist also das Momentum dieser Emanzipation? Emanzipiere ich mich gegen Angst oder weil ich weniger Angst habe, kann ich Dinge, die ich vorher nicht konnte, mich emanzipieren? Ich emanzipiere mich gegen ein sehr komplexes Geflecht von Fremdbestimmung. Und die Angst ist die Blockade. Die Angst ist das, was Menschen daran hindert. Ist nicht die einzige, also ganz und gar nicht. Aber welche Gefühle fallen Ihnen noch ein, die abgeworfen werden müssen, um diesen emanzipativen Weg in sich selbst zu verstärken, zu verbessern? Angst haben Sie genannt. Was ist noch ein großes Hindernis? Liebe? Angst, Langeweile, Entfremdung, Fatalismus ist ja ein großes Emanzipationshindernis. So, also Lebenseinstellungen oder auch das Leben in Strukturen, die es nahelegen, alles fatalistisch hinzunehmen oder
die Veränderbarkeit von Dingen gar nicht erst sehen zu können. Das scheint mir ein sehr großes Emanzipationshindernis. Also die Potenziale einer Situation nicht zu sehen, alles was ist, könnte auch anders sein. Stimmt ja nicht, es könnte nicht alles anders sein, aber es stimmt doch in Bezug auf sehr viele Dinge, die Menschen so eingerichtet haben, wie sie sind, dass sie so nicht sein müssten. Und das scheint mir das allergrößte Emanzipationshindernis. Und das ist natürlich begleitet von Gefühlen, was jetzt so stark nach den Gefühlen, die hier blockieren oder auch die Emanzipation begleiten, das ist natürlich orchestriert von einer ganzen Menge von verschiedenen Gefühlen. Aber als Haltung scheint mir eigentlich die nicht, also die, das Fatalistische, sich in das Gegebene hineinfügen, doch die vordringliche Blockade zu sein. Sobald Sie auf die Welt kommen, werden Sie mit Erwartungen konfrontiert, fremde Erwartungen, Sie sprachen von Fremdbestimmungen. Es gibt ein raffiniertes, emotionales Begleitbild. Du wirst eigentlich belohnt, wenn du die Erwartungen erfüllst. Du wirst konditioniert, auch psychisch konditioniert, wenn du tust, was ich will und was ich dir vorgebe, das erleben Kinder in dieser Zeit, die überleben müssen und deswegen sich diesen Erwartungen anpassen. Und wenn sie dann noch gesagt bekommen, du bist wunderbar und ich liebe dich. Und diese Verstrickung führt dazu, dass Menschen oft ein Problem mit den Erwartungen haben, wenn sie älter werden und merken, dass es nicht ihnen eigentlich entspricht, aber eine große Sehnsucht nach dieser Liebe haben. Und dass das ein Muster ist, das ein ganzes Leben sich fortsetzt, im Job oder in Beziehungen. Wir können uns das leichter machen, also wenn Aggression stattfindet, die Beziehungen nicht gut sind zwischen Eltern und Kindern oder Umwelt, und dann machst du dich auf den Weg, weil du sagst, also ich entspreche nicht mehr den Erwartungen und Gott sei Dank, aber deswegen wähle ich mal den schwereren Weg. Was auch immer bedeutet, man hat das Gefühl zu lieben und geliebt zu werden, zu Hause zu sein. Wie emanzipiert man sich davon, dass man Erwartungen nicht erfüllt und damit, ich benutze wieder Ihr Gefühl, Angst hat, Liebe zu verlieren, nicht mehr geliebt zu werden? Ist das eines der großen Fallen unserer Gesellschaften immer schon gewesen? Und dass Menschen deswegen nicht Nein sagen? Also ich glaube, ich würde das gerne von der Liebe, die ja so ein ganz, wäre ja ein anderer Begriff, den Sie hier behandeln können und die auch schon behandelt haben, die ja nochmal so einen ganz anderen romantischen Resonanzraum hat. Wenn man das ein bisschen sachlicher ausdrücken würde, also die Vernetzung, die Verstrickung, die Sie gerade ausgesprochen haben, würde man ja sagen, es geht um Anerkennungsverhältnisse und darum, dass man in diesen auf der einen Seite zu dem wird, was man ist und auf der anderen Seite durch diese eben auch bestimmt ist, dann ist man eben als jemand anerkannt, als jemand bestimmt und als etwas anderes nicht. Und das zeigt dann, glaube ich, aber auch ganz gut, dass die Unausweichlichkeit dieser Situation und auch den Umstand, dass das von Ihnen gerade angesprochene, naja, dann erfüllt man Erwartungen, um geliebt zu werden, aber man merkt irgendwann, das bin gar nicht ich. Das würde ich ja etwas anders sehen. Oder jedenfalls würde ich sofort die Rückfrage stellen, aber woher wissen Sie denn und was sind Sie denn dann eigentlich jenseits dieser Erwartungen, dieser Anerkennungsverhältnisse, dieser auch sozialen Rollen und Normen, in die Sie natürlich von Anfang an hinein sozialisiert sind, ich würde aber Ihnen die Sie auch zu dem machen, nein, auch, ich würde, auch zu dem ich, machen, der jetzt aber, sagen kann, das bin nicht ich. Aber also, machen wir das mal. Ich spiele die Person und würde sagen, ich weiß nicht, was ich bin, aber ich weiß auf jeden Fall, was ich nicht bin. Nämlich so. die man erwartet. Und jetzt? Naja, das ist reicht das Weg. Ihnen schon? Ja. Gut. Also sagen wir mal, das ist ein guter Anfang. Okay, ist ein guter Anfang. Dann wie geht es weiter? Wie geht es weiter? Und ich würde ihm sagen, weiter geht es dann nicht auf dem Wege des nach innen hineinguckens und sehen, was finde ich da eigentlich so in mir, sondern weiter geht es praktisch, eben als
Also in dem Sinne, in dem wir vorhin auch über Emanzipation als Prozess geredet haben. Weiter geht es praktisch auf dem Wege, dass sich wiederum in anderen solchen Verhältnissen, in denen man auch nicht einfach nur bei sich ist, herausfindet und gestaltet, die Welt gestaltet, in der man sich bewegt. Es muss, nein, ich nehme das zurück, das ist falsch gefragt. Ich will das Verhältnis von Sehnsucht, irgendeine Sehnsucht, muss es irgendeine Sehnsucht geben oder muss es etwas Konkretes geben, dass ich mich ja bewege und brauche, so wie ich eben von der Sehnsucht sprach, ein Ziel, das ich mir vorstelle. Also was bedeutet jetzt emanzipieren als Verb? Von wo komme ich? Wohin will ich gehen? Oder ist das völlig egal? Gibt es eine grundsätzliche menschliche Sehnsucht? Das wäre dann die Ersatzfrage nach sich emanzipieren im Leben. Also ich denke ja, man braucht kein Ziel. Also man braucht kein Ziel im Sinne des schon sehr klar definierten Endzustands, auf den die Emanzipation dann hinauslaufen soll und muss. Ich glaube, man muss das Prozessuale daran wirklich ernst nehmen. Also im Sinne dessen, das ist ein offener Prozess, der ist geleitet durch bestimmte Vorstellungen, durch Sehnsüchte, wenn Sie es auf der Ebene beantwortet haben wollen. Der ist geleitet durch Erfahrungen von Unfreiheit, Fremdherrschaft, Unterwerfung, Knechtschaft, aus der man heraus will. Und ich glaube, dass es da, also dass es natürlich immer wieder, es ist sozusagen Etappen dessen, was man als nächstes erreichen möchte und Praktiken, die man entwickelt, um sich aus bestimmten Dingen zu befreien. Aber also diese Vorstellung, dass es ein Ziel in einem anderen Sinne als in dem, dass es eben ein relativ unbestimmtes, aber auf dem Prozess einer solchen Emanzipation überhaupt erst zu bestimmendes und zu konkretisierendes Ideal gibt, das glaube ich nicht. Also ich, ja, also es gibt immer diese kitschigen Bilder von, ja, dann sind immer Kinder und Sonne und die Welt ist schön und das soll dann das Ziel sein, auf das eine befreite Gesellschaft hinausläuft und eine emanzipierte. Und das halte ich aus gut, also ich glaube, dass aus guten Gründen viele Denkerinnen der Emanzipation davor gewarnt haben, davor zurückgeschreckt sind und eben doch nicht nur das Prozessuale, sondern auch das sich im Grunde herausarbeiten aus der bestimmten Ablehnung dessen, was ist, und sich vorarbeiten zu dem, was sein könnte, also durchaus ein Möglichkeitssinn, aber einer, der sich nicht am Reißbrett, also in dem sozusagen das Ziel sich nicht am Reißbrett entwerfen ließe. Wir leben, und auch nicht sollen. Wir leben in dieser Gesellschaft selbst unter ökonomischen Abhängigkeiten und vielen, nicht nur subkutanen Zwischengeschossen von Machtverhältnissen. Wenn man sich davon befreien will, also wenn das Ziel zum Beispiel ist, Unterdrückung loszuwerden, wir haben ja in unseren Gesellschaften daraus nochmal dann gelernt und subtile Unterdrückungsmechanismen fortentwickelt, damit sich diejenigen, die sich emanzipieren, nicht emanzipieren können, aber die Hoffnung und den Glauben haben, sie seien auf dem Weg. Und deswegen spreche ich auch von solchen ökonomischen Verhältnissen. Wie soll ich mich denn dann emanzipieren, würden mich viele fragen. Also selbst eine Pflegerin in einer Klinik, ich will jetzt wirklich nicht die alleinerziehende Mutter nehmen, eine Pflegerin in einer Klinik, und wie soll sie sich emanzipieren von dieser ökonomischen Abhängigkeit, von dem Tag, der harte Arbeit ist, und ein anderes Leben imaginieren, wo sie dann auf den Weg sich macht und aber in dem Weg permanent die Realitäten, gar nicht, also nicht diese unmittelbare Fremdbestimmung, diese gesellschaftspolitische Fremdbestimmung, da ist und winkt und sagt, hallo, das kannst du morgen beginnen, aber jetzt musst du erst noch mal das machen.
Wie ist dieser Konflikt emanzipatorisch lösbar? Also ich glaube ja, Emanzipation ist gar nicht etwas, was man als Individuum alleine unternimmt oder unternehmen kann. Das ist ein genuin kollektiver Begriff. Emanzipation ist genuin eine Sache, die man zusammen mit anderen nur machen kann und die man auch nur zusammen, also zusammen mit anderen mit Blick auf eben jene gesellschaftlichen Strukturen, die sich dann als Blockaden der Emanzipation herausstellen. Also insofern ist die Frage, wie emanzipiert sich jetzt diese eine Person, die in all diesen Zwängen und Verhältnissen steckt? Natürlich gibt es individuelle Emanzipationsprozesse im Sinne von sich aus einer Situation zunächst mal herausbegeben, um dann aber ja doch entweder also tatsächlich praktisch den Anschluss an die anderen zu suchen oder aber, das kann man ja natürlich auch im weniger praktischen geistigen Sinne machen, aber ich glaube, die Vorstellung, dass das ein individueller Akt ist, ist da ganz verfehlt. Das hat auch etwas damit zu tun, wie man, also wie sich der Emanzipationsbegriff entwickelt hat oder wie sich die, sagen wir, Problemgeschichte der Emanzipation entwickelt hat. Das sind ja Begriffe, die haben eine Geschichte, die sich auch, die sowas wie ein Erfahrungsgehalt hat, ja, wo sich soziale Akteurinnen, Bewegungen verstehen sich mit solchen Begriffen, lernen daran, lernen auch am Ungenügen von Emanzipationsversuchen. Und da gibt es, glaube ich, in Bezug auf die Emanzipation, ist das wirklich eine interessante Geschichte, die innerhalb derer sich der Begriff so stark verändert hat, dass das, was wir heute darunter verstehen, also Befreiung aus einem sehr weit gefassten Verhältnis der Heteronomie auf eine symmetrische, also von Akteurinnen selber betrieben als ein solcher Prozess der Befreiung. Das ist ja gar nicht selbstverständlich. Also historisch ist Emanzipation erstmal ein ganz asymmetrischer Akt. Also der Herr entlässt das Mündel oder den Sklaven oder jemand, über den er Herrschaft hat, aus seiner Hand. Ja? Das ist ein Akt, der sowohl einmalig ist, also sozusagen in einem geschieht. Ja? Vorher bist du Eigentum, Mündel, unfrei, jetzt bist du frei. Das ist aber eben vor allem auch ein asymmetrischer Akt. Da ist jemand, der hat es in der Hand, dich freizulassen, dich zu emanzipieren, dich aus der Hand zu geben. Und es ist eben auch kein... Aber die Hand zu zertrümmern wäre jetzt der aktive Akt. Jemand lässt sich frei, hat immer noch diese Macht, die dich frei lässt und ist dann eher ein passiver Akt. Sehe ich das richtig? Ich glaube einfach, dass die Geschichte der Emanzipation und der Emanzipationsbewegung um diese drei Dinge gerade gekämpft hat oder sich so entwickelt hat. Ja. Es ist von einem, kein Mensch würde heute mehr von Emanzipation als einem Vorgang reden, der in einer asymmetrischen Situation gewährt wird. Ja. Sondern das ganze Verständnis der emanzipativen Bewegung und auch derer, die auf diese gucken, ist eigentlich, dass man sich selbst befreit. Ja. Dass diese Bewegung sich als, also dass derjenige, der diejenige, die emanzipiert wird, sich selbst befreit. Es ist außerdem, glaube ich, das Verständnis, dass es keine individuellen Akte und auch keine, dass da kollektive Prozesse und auch kollektive Akteurinnen angesprochen sind da. Und es ist dieses Prozessgeschehen, das dann wiederum ja auch dazu führt, dass man merkt, auch das ist, glaube ich, wirklich eine lange und schmerzhafte Erfahrung von Emanzipationsbewegungen, dass es eben nicht reicht, zum Beispiel rechtlich frei zu sein. Ja, dass es nicht reicht, nominell politisch frei zu sein. Dass die, also sagen wir mal im ersten Schritt und sehr selbstverständlich, Sie haben über die ökonomischen Grundlagen gesprochen, dass ich, wenn ich ökonomisch nicht frei bin, mir von bestimmten politisch-rechtlichen Freiheiten oft wenig davon habe. Ich habe das Recht, aus den Menschenrechten heraus, aus dem Grundgesetz heraus,
mich nicht als Jude diskriminieren lassen zu müssen, werde es aber dauernd und kann jetzt sagen, ich habe aber ein Recht, dass du es nicht tust und werde es trotzdem. An welchem Punkt ist denn dann die Emanzipation des Judentums zum Beispiel in unserer Gegenwart? Wir könnten auch über andere Minderheiten reden. Wenn das, was Sie eben nämlich gesagt haben und was ich jetzt versuche zu konkretisieren, daran scheitert und Sie sagten, das ist ja nicht das Ende, sondern vielleicht nur ein Schritt. Also welche Schritte bedarf es, bis also die Emanzipation für mich als Jude so entstanden ist und zwar nicht nur von mir selbst, das geht am leichtesten. Zu sagen, was ihr alles sagt, geht mir an der Schulter vorbei, aber dass ihr aufhört, das zu sagen, das kriege ich nicht hin. Mhm. Was ist denn jetzt die Notwendigkeit, ob das jetzt bei Frauen gewesen ist, bei Männern, bei sexueller Orientierung? Alle haben jetzt diese Verrechtlichung, von der Sie gesprochen haben, bereits mehr oder weniger erreicht. Also Frauen müssen nicht mehr den Ehemann fragen, mein Bankkonto aufzumachen. Auch gerade 50 Jahre her in der Schweiz gab es das, glaube ich, noch bis vor 10, 15 Jahren. Ich als Jude bin Staatsbürger, alles ist da und trotzdem fühle ich, dass meine Emanzipation behindert wird, aber dass die in die wirkliche Emanzipation müssen, nämlich die weiter diskriminieren, das nicht als ein Emanzipationsziel empfinden. Was jetzt? Das sind jetzt wahnsinnig viele Fragen auf einmal. Und eine, glaube ich, wirklich wichtige Schlusspointe, nämlich was ist eigentlich mit denen, die aktiv die Emanzipation verhindern, die Emanzipation der anderen verhindern. Aber ja, zunächst mal zum Ersten, ich will gar nicht hier das Recht diskriminieren. Ich will gar nicht sagen, dass man nicht an bestimmten Punkten davon doch sehr viel hat und nicht auch unbedingt immer wieder genau darauf pochen sollte, weil das sind ja auch gesellschaftlich betrachtet immer so Marksteine, ja, dass man das sozusagen über bestimmte Normen, die rechtlich verfasst sind, man sich in der Art und Weise, also dass man sozusagen mit öffentlicher Geltung sagen kann, das geht hier nicht. Insofern ist es natürlich wichtig, die Formen von Diskriminierung auch rechtlich, also festzumachen, zu ahnden, damit daraus, also sich das ist eine auch emanzipatorische Säule. Ist ein Teil dessen. Aber was Sie ansprechen, ist ja, man hat so lange nichts davon, wie es nicht in die alltäglichen Praktiken, in die sozialen alltäglichen Praktiken des Umgangs, in die Lebensform selber hineingegangen ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch wiederum am Emanzipationsbegriff sich so schön zeigen lässt, dass der immer mehr ausgeweitet worden ist. Ja, also von dieser Vorstellung, Emanzipation ist ein solcher Akt, also ein Akt, ein hoheitlicher Akt, aber überhaupt ein Akt und ein rechtlicher Akt zur Vorstellung, Emanzipation ist etwas, was eigentlich gewissermaßen in den Kapillaren der Gesellschaft sich ausdrücken muss, stattfinden muss, von diesen ausgehen muss. Das heißt übrigens nicht, dass nicht manchmal auch sozusagen das Verhältnis umgekehrt ist, dass Rechte so etwas anstoßen können, weil die ja auch Organisationsmöglichkeiten geben etc. Aber sozusagen dieses die Einsicht, das muss sich in der Alltagspraxis und das muss sich in den sozialen Strukturen wiederfinden, durchgesetzt haben. Also ich meine, ganz einfache Beispiele. Ja, ich meine, es gibt kein Recht darauf, schwarze Menschen zu erschießen, wenn man sie bei der Führerscheinkontrolle antrifft. Ja? Also ich meine, das ist nicht eine Frage, also ich meine, es ist aber so, es passiert. Und es passiert überproportional und ist ja auch ist ja Auslöser der gesamten Black Lives Matter-Bewegung, dass die schwarze Bevölkerung in den USA mit der ständigen Angst leben muss, bei solchen einfachen Konfrontationen mit der Staatsgewalt zu sterben, ermordet zu werden. Und das sind ja Dinge, wo man ja jeweils sagen muss, ja,
Es gibt auch kein Recht auf, gab auch niemals ein Recht auf Vergewaltigung oder sexuelle Belästigung im Allgemeinen. Nein, es gibt aber ein Recht, dass wer vergewaltigt wird, auch da übrigens in Deutschland bis noch vor wenigen Jahrzehnten, gab es das Recht für den Mann, die Frau zu vergewaltigen, wenn sie verheiratet waren. So, und jetzt gibt es dieses Recht nicht mehr, aber es gibt das Recht, dass wenn du vergewaltigt wirst und oder selbst Sexual Harassment erlebst, dass du jedenfalls dafür sorgen kannst, dass der oder die das tun, vor ein Gericht kommen. Aber während ich Ihnen zugehört habe... Genau, ich meine, das mit der Vergewaltigung in der Ehe ist ja ein sehr interessanter Fall, weil das ja im Grunde zumindest analytisch rausredigiert. Es gab keine Vergewaltigung in der Ehe, weil es definiert war, weil Vergewaltigung definiert war als ein erzwungener außerehelicher Verkehr. Das und ja weil es eine Vorstellung von der Frau gab, die dem Mann in der Ehe eigentlich mitversprochen hat, immer sexuell gefügig zu sein. Und deswegen, selbst wenn der Mann wollte und die Frau nicht wollte, entsprach das schon mal nicht dem sexuellen Frauenbild, den die Gesellschaft dem Mann zugebilligt hat. Das zeigt ja nur den Punkt mit dem sozusagen begleitenden und zusammenspielenden Alltagspraktiken und Verständnissen. Also das von Ihnen erwähnte, der Kontozugriff des Mannes der Umstand, dass Arbeitsverträge bis auch vor nicht allzu langer Zeit von Ehemännern mit unterschrieben werden mussten. Solche Dinge oder auch aufgelöst werden konnten ohne Zustimmung der Frau. Das sind ja alles Dinge, die in die Frage der Vergewaltigung in der Ehe, die durchaus damit etwas zu tun haben, weil das gesamte Verständnis eines der Abhängigkeit war. Dann kommt dazu ein bestimmtes Verständnis von eben weiblicher, männlicher Sexualität, von Verfügbarkeit. Und dann sieht das eben so aus, als könne das, was sich da innerhalb der Ehe abspielt, gar keine Vergewaltigung sein. Dazu, dass man es überhaupt skandalisieren kann als Vergewaltigung, gehört aber nicht einfach so ein plötzliches Aufwachen und auf einmal merkt man, das ist aber Gewalt, sondern dazu gehört auch, dass alle diese verschiedenen Praktiken, die da zusammenspielen, sich ändern, eine andere Konstellation ergeben, überhaupt den Möglichkeitsraum dafür schaffen, dass dann, also das ist dasselbe mit Sexual Harassment und der MeToo-Bewegung, ja, das hat ja eine lange Geschichte, das sieht immer so aus wie, also plötzlich stehen die alle auf und plötzlich gibt es so ein Feuer des Skandalisierens und der Möglichkeit, sich zu wehren. Aber das hat natürlich sozusagen, da arbeitet auch etwas in den Strukturen schon vor. Und dann gibt es die Momente, wo relativ plötzlich mal jemand einfach anfängt, etwas zu tun und dann merkt man, die Zeit war reif. Das ist wichtig, glaube ich, die Zeit war reif. Das heißt ja in anderen Worten, das gesellschaftspolitische Klima scheint etwas zu ermöglichen, was es vor 20 oder 30 Jahren nicht ermöglicht hat, denn man hört nicht in diesem Beispiel sehr oft, also damals hätte mir ja keiner zugehört, damals hätte mich keiner ernst genommen. Viel schlimmer, damals, wenn ich es gesagt hätte, wäre ihm nichts passiert, aber ich wäre draußen. Und ich komme noch mal darauf, weil Sie diese Bemerkung und auch diese These in den Raum gestellt haben, dass Emanzipation eigentlich in Gruppen stattfinden müsste und alleine, wenn ich Sie richtig verstanden habe, gar nicht möglich ist, mit der Ausnahme eines inneren Emanzipationsprozesses, der solche große Fragen nicht berücksichtigt. Ist also Emanzipation bedingt politisch? Und ist jeder dieser Emanzipationsprozesse, wo einige Einzelne dann zu Gruppen werden und größere Gruppen, lautere Gruppen, störendere Gruppen, weil das Bestehende ist ja, also emanzipieren heißt ja zu hinterfragen und eigentlich zu sagen, nee, das finden wir nicht gut. Ist das bedingt ein politischer Prozess? Oder wenn er keiner wäre, ist es kein emanzipatorischer? Also ich glaube, es ist ein sozialer, politischer, kollektiver Prozess. Also an dem Beispiel Sexual Harassment kann man das, glaube ich, auch nochmal sehr gut ausführen. Das ist ja ein Begriff, den gab es eben bis vor
weiß nicht, 10 Jahren, 20 Jahren gar nicht. Da gab es gewissermaßen für bestimmte Erfahrungen, die Frauen oder auch andere machen konnten, gab es zwischen Flirt und Vergewaltigung eigentlich keinen Begriff, der das ausgedrückt hat. So ein bisschen Belästigung in Deutsch. Ich bin belästigt worden. Genau, aber das war irgendwie nicht so richtig etwas, was man gut dingfest machen konnte. Und es war der Prozess von dem, was man dann also in feministischen Gruppierungen ja Consciousness Raising genannt hat und als solches betrieben hat. Und ein eben solches betreiben auch sehr, sehr viele andere soziale Bewegungen. Das ist ja sozusagen das Resultat eines solchen Prozesses, in dem Menschen zusammenkommen und ihnen klar wird, also in dem Fall jetzt so ganz buchstäblich, und ihnen klar wird, dass sie Erfahrungen teilen, dass sie Unwohlsein teilen, dass sie dies und jenes erlebt haben, worauf sie sich wo sie sich nicht nur in diesem Moment nicht entschieden genug wehren konnten, sondern für das sie im Grunde gar keine Begriffe hatten. Und das ist etwas, was man alleine nicht macht. Man erfindet Begriffe nicht alleine. Und man findet natürlich auch die Möglichkeit kollektiver Praktiken, die sich aus solchen Verhältnissen, mit denen man sich heraus befreit, die erfindet man auch nicht alleine. Also da findet natürlich schon auch mal jemand irgendwas und sagt, hier, lass uns mal so machen. Aber, oder warum nennen wir das nicht so? Aber das, damit das dann das wird, was auch wirkt, braucht es eben ja die Selbstverständigung unter denjenigen, die aber das betrifft. Aber sprachphilosophisch gab es Sexual and Harassment in dieser Welt, aber sie bekommen eine Konnotation durch diese kollektive ja, Befreiung, sich das geben lassen zu müssen. Mhm. Und während ich von Befreiung spreche, würde ich Sie gerne fragen, in welchem Verhältnis ja, ist sogar Freiheit die Bedingung für Emanzipation? Sie stellen immer so die ganz, ganz, ganz leichten Fragen. Ich weiß, dafür werde ich ja... Naja, also ich glaube, man kann das fast die Paradoxie der Emanzipation nennen, obwohl ich gar nicht so oft von Paradoxien spreche, aber... man muss sagen, dass in dem Maße, in dem Emanzipation eben jener Prozess der Selbstbefreiung ist und als solcher verstanden wird, also die Gruppen, die sich emanzipieren, machen es selber, sie müssen es selber machen. Und zwar nicht nur, weil es kein anderer für sie tun würde, sondern auch deshalb, weil nur in diesem von den Gruppen selber gemachten Prozess überhaupt das greifbar und erfahrbar wird, was Emanzipation ist, das wäre meine These hier. Und wenn man das so auffasst, dann hat man aber sofort ein Problem, nämlich ihr Problem muss man eigentlich schon frei sein, um sich zu emanzipieren. Wenn das Mündel der Sklave aus der Obhut und der Macht des Herrn befreit wird, dann ist es ja, dann gibt es ja das, was hier, also dann hat sozusagen der eine, der Herr, hat die Freiheit und Verfügung, die er jetzt an anderen gibt. Da ist das Problem ganz, da stellt es sich ganz anders. Da ist jemand vorher unfrei, dann ist er nachher frei. Aber Freiheit ist nicht frei sein. Also der Mensch kommt jetzt in eine neue Identität mit mehr Rechten. Jetzt lassen wir mal die Pflichten einen Augenblick. Mit mehr Rechten. Dieses sind Freiheitsrechte, die er nicht kennt. Von denen er nie gelernt hat, damit umzugehen. Gelernt hat er, in Unfreiheit sicherer zu sein, als mit diesen doch hilfloseren Schritten, die man lernen muss. Das ist aber ein ganz spezifisches Momentum. Nehmen wir also die Sklavensituation mal weg. Nein, aber was ich sagen wollte, ist ja, wenn man von der Sklavensituation ausgeht, dann mag die Sache noch vergleichsweise einfach sein. Schon da ist es nicht. Das ist mir klar, deswegen wollte ich in die andere gehen, die komplexer ist. Bei dem weiten Begriff und dem komplexen Begriff von Emanzipation, da stellt sich ja das, was ich hier als Paradoxie der Emanzipation in den Raum geworfen hatte, fängt da ja überhaupt erst an, weil man sich fragt, wer emanzipiert eigentlich die Emanzipatorin? Müssen die nicht schon emanzipiert sein, um sich emanzipieren zu können? Und das ist ein total interessantes Problem. Ich glaube ja, man muss dann aufhören, sich die Sache so vorzustellen, als ob es gewissermaßen einen Sprung von Zustand 1
dem Nicht-Emanzipierten hin in den Emanzipierten gäbe. Ich glaube, das ist so etwas Ähnliches wie auch, wenn man immer sagt, das kann man nicht, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Ich glaube, im Fall der Emanzipation tut man das irgendwie. Und was ich damit meine, ist, dass es, sagen wir, noch nicht ganz greifbare, noch nicht gestaltete Präfigurationen von Emanzipation, von einem emanzipativen Wissen, von emanzipativen Praktiken gibt, die sind nicht jetzt schon emanzipiert, aber die sind sozusagen als das, was den Möglichkeitsraum überhaupt erst eröffnet, da und bekommen in einem Prozess von Emanzipation zunehmend Gestalt. Und insofern ist man nicht vorher schon, eigentlich ist vorher schon, ist man eigentlich schon emanzipiert, um sich dann überhaupt erst emanzipieren zu können, sondern man macht es sozusagen im Versuch, in einem Sumpf ohne festen Grund Ich bin noch nicht glücklich. Das ist ja auch das Schöne an solchen Gesprächen. Sie schaffen ja auch nicht immer Antworten, die man dann so glücklich sein. Ich versuche es mal andersrum. Wir machen jetzt dieselbe Frage unter anderen Bedingungen. Kann man sich in Diktaturen, wo die Freiheit als Erlebnisraum, so habe ich sie gerade verstanden, so als Hilfskrücke, wie man das so alles zusammenbringt, oder nicht, kann man, ich sage es mal hoffnungsfroher, wie kann man sich also in Diktaturen emanzipieren? Welche Bedingungen braucht es, dass man es dort kann, und wir wissen von der Geschichte, dass in Diktaturen manchmal viel grundsätzlichere Emanzipationsversuche jedenfalls zu vermerken waren, als in so Wohlstandsgesellschaften mit dekadenten Demokraten. Also nichts gegen... Der dekadente Demokrat, das will ich nur ergänzen, ist der, der nimmt und wenig gibt. Und da wir alle in den letzten Wochen und Monaten so wenig für die Demokratie uns nach außen leidenschaftlich eingesetzt haben, wie die, die sich gegen die Demokratie wenden, müssen wir uns fragen, ob wir, ich sage es jetzt nett, passive Demokraten sind. Das war nur en passant, weil ich das Lachen höre. Weil Sie so gerne dekadente Demokraten sagen wollten, nur nehmen und nichts geben, halte ich für eine sehr dekadente Denkart, die ja nicht nur materiell sein muss, sondern ich genieße die Freiheit, aber letztendlich tue ich nichts. Aber ich konsumiere sie. Gut, Sie wir sind reden dann auch ja gleich nicht weit weg davon zu sagen, das sind gar keine Demokraten, oder? Bitte? Wenn Demokratie etwas ist, was man betreiben muss und was von demokratischer Praxis und auch wiederum also demokratischen Institutionen und Praktiken, die auch belebt sein müssen bis in die Alltagspraxis von Gesellschaften hinein, wenn das so ist, wenn das Demokratie ist, dann ist doch das, was Sie als dekadente Demokratin beschreiben, dann sind das eben gar keine Demokratin. Da würde ich gerne mit Ihnen jetzt darüber diskutieren. Nehmen wir mal an, es wären dann gar keine Demokraten. Was dann? Oder wir können es anders sagen. Demokratie braucht Demokraten. Was heißt das dann? Naja, ich habe jetzt ein bisschen Angst, weil wir hier Emanzipation stehen. Nein, ich halte Demokratie reden, für ein... Aber es hat ja nein, ich zu halte tun. Demokratie, nur damit wir... Ich kenne meinen roten Faden. Aber das ist jetzt ein Sidestep. Nur Emanzipationsbewegungen haben auch zur Demokratie geführt. Natürlich. Und deswegen können wir uns gerne darüber kurz unterhalten, um dann wieder über die Diktatur zu sprechen, die ich nicht vergessen möchte, also Freiheit. Und ich versuche jetzt den roten Faden von der Demokratie, die die Demokraten braucht, mindestens ein bisschen zur Vorlage, damit sie wieder nach den Diktaturen fragen können, zu schaffen. Also Demokratien brauchen Demokraten, Demokratien brauchen, also Demokraten und Demokratinnen, Demokratien brauchen demokratische Praxis, sie brauchen aber ja auch, also ich werde immer so ein bisschen nervös, wenn man sagt, wir brauchen eben
die demokratischen Bürgerinnen, wir brauchen Demokratinnen. Was wir ja brauchen, sind vor allem demokratische Strukturen und soziale Strukturen, die Demokratie möglich machen. Und da, also es verkommt so häufig in so einen Tugenddiskurs. Ja? Nehmt nicht euch mal gemein. Alle zusammen, ich weiß. Aber es ist so, dass es sehr häufig in genau diese... in diesen Appellen endet, bei dem man dann das Gefühl hat, das ist eine Frage meiner persönlichen Tugendhaftigkeit, ob ich Demokratin bin oder nicht. Ich würde sagen, Gesellschaften, in denen Arbeitsverhältnisse so sind, dass Menschen sich nicht als Teil dieser Gesellschaft fühlen können, in denen viele Menschen in Verhältnissen arbeiten, in denen sie also sowohl gewissermaßen, was den rechtlichen Status angeht, als auch was den sozialen Status angeht, ausgebeutet werden. Verhältnisse, in denen Städte sich zunehmend so wandeln, dass Menschen darin gar nicht mehr zusammenleben. Also die demokratische Erfahrung, dass sich mit anderen und auch sozusagen differenten Identitäten austauschen, es gar nicht mehr gemacht wird, weil Kinder gar nicht mehr zusammen zur Schule gehen, weil eben Stadtteile sich segregieren oder in bestimmten Gegenden gar niemand mehr leben kann, der also die Krankenschwester, die oder das Pflegepersonal gar nicht mehr in derselben Gegend lebt, nicht dieselben Schulen besucht, wie diejenigen, die dann möglicherweise in diesen Institutionen eine etwas andere Position haben. Die können doch schon an sich nicht dekadent sein von der Begrifflichkeit, wenn ich das nur hinzufügen darf. Deswegen ist das definiert. Wir brauchen demokratische Strukturen, wir brauchen... Also da geht es ja zum Teil um sehr kleine Dinge. Wenn ich das Schicksal der Demokratie an den Universitäten mir in den letzten, auch nur meiner Lebenszeit beziehungsweise der Zeit, in der ich damit zu tun habe, dann beginnt das ja schon mal damit, dass die Räume gar nicht mehr in derselben Art und Weise zur Verfügung stehen, wie das früher mal der Fall war, dass die Studierenden eben relativ leicht Zugriff auf Räume hatten, in denen sie Veranstaltungen machen könnten etc. Heutzutage vermieten Universitäten gerne Räume dann auch mal an ganz andere, gar nicht mit der Universität direkt zu tun habende Gruppierungen. Oder es wird intern, gibt es einen derartigen, also es gibt ja auch interne Vermarktlichungen schon innerhalb der Universitäten, sodass wenn wir Veranstaltungen organisieren beispielsweise, wir das auch nicht immer selbstverständlich umsonst tun können. Aber stopp, darf ich jetzt ein ich wollte nur sagen, guter Unistreik gehört zur Bildung eines demokratischen Bürgers. Aber Moment, das finde ich interessant, aber wir sind doch nicht hilflos. Das ist das, was ich meine mit Demokratien brauchen Demokraten. Wir sehen auf der einen Seite, das sind wir in Europa Zeugen unserer Zeit. Wir haben es in Amerika gesehen, dass das Erste, was diejenigen, die Demokratie nicht wollen, der Angriff auf die Institutionen ist. So, jetzt wäre, wenn man dialektisch darüber nachdenkt, der Auftrag des Demokraten gar kein moralischer, sondern weil er diesen Emanzipationsgewinn aus Diktaturen, Autokratien, Herrscher, Könige und was auch immer, mit viel Widerstand und viel Protest die Demokratie entstanden ist, die bedingt, dass ganz bestimmte Institutionen, wie auch die Aufteilung der Macht und entstehen, dass die dann sagen müssten, es ist unsere Interessenaufgabe, gar nicht mal eine moralische, weil wir diese Demokratie als ein, ja, wie soll ich sagen, als etwas, was unsere Lebensqualität verbessert, dann proaktiv stärken. Mehr ist nicht gedacht. Wenn aber beide Seiten, die einen, die angreifen, aktiv mit voller Energie und die andere Seite, die sagt, ja, Demokratie ist ganz wunderbar und merken, Moment, die Gerichtsbarkeit wird gerade abgesägt und, dann nach Hause gehen und sagen, was kann man schon tun, dann zerbröselt sie von beiden Seiten und das ist der Begriff, über den wir ja reden, dann wird ein emanzipativer Prozess von Hunderten, wahrscheinlich noch mehr Jahren, wo sehr viele Menschen dafür gekämpft haben, protestiert haben, ich will es jetzt gar nicht so pathetisch machen, aber immer noch Menschen sterben, der wird rückgewickelt. Und wird zu einer Diktatur, wo die wichtigste Frage neben der Würde des Menschen, nämlich die Freiheit, keine Bedeutung mehr für das Individuum hat. Oder eine sehr gefährliche. Und deswegen kommen wir jetzt zurück auf diese Diktatur und Freiheit. Braucht es zur Emanzipation Freiheit? Weil viele dann irgendwann ja sagen bei der Rückabwicklung, ich brauche Mut.
Und ich würde gerne bei Emanzipationsprozessen deswegen erwähnen, dass die ganz schnell auch rückabgewickelt werden können. Und dass sie auch rückabgewickelt werden. Das sieht man, das sehen wir jetzt an Ländern wie Polen und anderswo. Abtreibung, ein Emanzipationsprogramm, was Frauen erkämpft haben, sexuelle Orientierung, das alles wird rückabgewickelt. Also was braucht es, damit das Erreichte bestehen bleibt und sich weiter emanzipiert? Und wie ist es mit der Freiheit und der Diktatur, wenn man unter solchen Umständen sogar Emanzipationsprozesse umsetzen möchte? Also zunächst mal noch mal eine kurze Bemerkung zur Demokratie. Sie haben ja zwei Dinge angesprochen. Einerseits das, was Sie Dekadenz genannt haben, was man aber auch Apathie nennen kann, ja, politische Apathie, die Demokratie bedroht und zerstört oder wie Michael Zürnes genannt hat, demokratische Entfremdung. Und auf der anderen Seite die erklärten Feinde der Demokratie. Wobei das Interessante ja ist, dass die Feinde der Demokratie sich gerne als Freunde der Demokratie ausgeben. Es gibt ja wenige, die offen sagen, wir finden einfach Demokratie schlecht. Es ist ja doch so, dass es meistens im Gewand dessen, ja, wir sind das Volk, sozusagen auftritt. Ich finde beides, also beides sehr entscheidend, sehr wichtig. Und beides ist das, was Emanzipation rückabwickelt oder Emanzipationsgewinne gewissermaßen droht zu verspielen, freigibt. Sowohl dass die Apathie, das Nicht-Teilnehmen, als auch natürlich die Feindseligkeit gegen das, was Demokratie ist. Bei der Apathie geht es mir ja nur darum zu sagen, man muss sich nicht wundern. Also die Sonntagsreden, Verwunderung, warum interessiert sich denn niemand so richtig für die Demokratie? Die ist nicht so verwunderlich, wenn so etwas passiert wie in Berlin gab es den Volksentscheid Deutsche Wohnen enteignen. Den haben diese Initiativen, die rastlos über viele Jahre hinweg Demokratie betrieben haben, mobilisiert haben, den haben sie gewonnen. Der wird aber nicht umgesetzt oder so verzögert und ignoriert, dass das, was ich an dieser Initiative, was daran wirklich groß war, das ist nämlich beides, sowohl zu sagen Stadtteilinitiativen, wohnungspolitische Initiativen, direkter Aktivismus, als auch die Möglichkeit, einfach nur daran teilzunehmen, indem man nur so sein Kreuzchen macht, was ja unter Radikaldemokraten immer so ein bisschen abschätzig, also Demokratie muss schon mehr sein, als dass man da irgendwo sein Kreuz macht, man muss es aktiver betreiben, denke ich ja auch, aber ich fand trotzdem an dieser Initiative groß, dass sie auch diese Möglichkeit des Mitmachens gewissermaßen und diesen Weg in die Institution gegangen ist, neben ganz vielen anderen Organisierungsformen. Und die Erfahrung, ich glaube, das darf man wirklich nicht unterschätzen, also und dafür gibt es natürlich zahlreiche weitere Beispiele, die Erfahrung, die demokratische Bürgerin macht, wenn sie merkt, es ist wirklich völlig egal, was ich mache. Es ändert sich nicht. Es wird ignoriert. Es gibt Institutionen, die sozusagen nachhaltig blockieren. Das ist etwas, was Demokratie, Feindlichkeit und Apathie in großem Maße, vor allem auch die Seite der Apathie, in großem Maße fördert. Also das Gefühl, ich kann hier sowieso nicht mitgestalten, ist etwas, was, und das ist ja das emanzipative Gefühl oder die emanzipatorische Praxis. Ja, aber das würde ich ganz gerne mit Ihnen weiterspielen. Die meisten Emanzipationsbewegungen brauchen unheimlich lange. Also die großen Frustrationserfahrungen, die mit Martin Luther King zum Beispiel begonnen haben, wir reden ja jetzt von Frustrationserfahrungen oder in ganz anderen Emanzipationsfragen, auch gerade von Frauen, die sind ja noch nicht annähernd angekommen, viele jedenfalls sind aber plötzlich so unglaublich angekommen, wo über 30, 40, 50 Jahre die Frustration geblieben ist. Also Frustrationserfahrungen ist, wenn man es so wie Sie erzählt, etwas, wo man dann in die Apathie eher gerät. Aber ist es nicht gerade eine Geschichte von Emanzipationsbewegungen, dass sie enorm lange brauchen, weil sie letztendlich zertrümmern, wo die Macht, wo aber auch das Geld,
wo aber auch der Blick des Mannes, der über Jahrhunderte einer war und jetzt ein anderer werden soll, oder wie komme ich jetzt plötzlich darauf, einen Schwarzen nicht mehr so zu sehen, wie wir das durch Kolonialisierung und Religionen und Christentum und alles gesehen haben. Das sind ja Zerbröselungsprozesse, die ab und zu mit einem sehr effizienten Hammer, wo die Steine auseinanderbrechen, laufen. Manchmal ist der Stein aber richtig robust. Aber in Wirklichkeit sind doch Emanzipationsprozesse ganz kleine Steinchen. Und ich würde deswegen Ihr Beispiel zurückspiegeln und sagen, man müsste mit diesen Menschen reden und sagen, Leute, das ist gescheitert, weiter. Das ist Emanzipation. Und Apathie, weil man nicht sich gleich durchsetzt, ist auch in der Demokratie ein relativ seltsames Schema der Beantwortung. Aber ich komme noch mal. Nein, mir geht es ja in dem Fall um sozusagen die strukturellen Blockaden und Widerstände, die erfahren werden und die dann eben nicht einfach nur mit jetzt noch mal und noch ein bisschen mehr Mut und noch ein bisschen mehr Aktivität zu beantworten sind. Sie haben trotzdem recht, was den langen Atem angeht. Und jetzt schaffe ich doch noch sogar den Punkt zur Diktatur zurück. Wunderbar. Wir haben eingeladen eine Veranstaltung mit zwei iranischen Aktivistinnen. Eine, die schon die erste iranische Revolution, ja, die Beseitigung des Schahs schon miterlebt hat und daran beteiligt war, und eine viel jüngere, ja, die aus der grünen Revolution kam. Und beide haben übereinstimmend, ja, so, da sind Jahrzehnte dazwischen des Kampfes, beide haben übereinstimmend gesagt, naja, das dauert eben alles sehr lange, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Und das muss man jetzt für diejenigen, die so lange so viele Rückschläge, und zwar auch, sagen wir, existenziell doch sehr viel dramatischerer Art und Weise, als die meisten von uns das hier in unseren dekadenten Demokratien sich überhaupt vorstellen können. Das fand ich schon, das ist schon eine Ansage. Und zur Frage, kann man das auch in Diktaturen, muss man sagen, naja, guck doch hin, natürlich. Also natürlich gibt es Emanzipationsprozesse in Diktaturen. Es ist das, was diese Frauen die Frauen leben Freiheit, Frauen tun. Und das erfordert dann natürlich auch, ich bin ja wie gesagt dagegen, immer, also sozusagen diesen Tugenddiskurs zu sehr zu betonen, aber in dem Fall muss man schon auch sagen, um eine Emanzipation, um Revolution zu machen, braucht man schon auch einfach Mut. Das kann man nicht leugnen. In der Diktatur. Ja. Braucht man Mut in einer Demokratie? Man sollte ihn nicht brauchen. Man braucht ihn manchmal auch. Also ich meine, da vielleicht können Sie ja auch den Zustand der Demokratie daran messen, wie viel Mut man braucht. Also die Black Lives Matter Aktivistinnen brauchen auf jeden Fall auch Mut, um das zu tun, was sie tun, und auf die Straße zu gehen. Die Klimaaktivistinnen, die sich an der Straße festkleben, brauchen auch Mut, um das ja vorhersehbare, die vorhersehbare Reaktion der Polizei und auch der Autofahrer, um dem zu trotzen. Ja? Also man kann das jetzt im Einzelnen gut finden oder nicht gut finden, also verschiedene Gruppierungen, aber dass das natürlich immer auch eine Frage des Mutes ist, weil man ja willentlich bewusst ein Risiko eingeht, das scheint mir ganz ohne Zweifel so zu sein. Und die Geschichte der Emanzipationsbewegung, also man soll das nicht heroisieren. Die bestehen nicht aus einzelnen heroischen Menschen, die zur richtigen Zeit den richtigen Hebel umgestellt haben oder die richtige Barrikade angezündet haben, sondern das sind längerfristige Bewegungen, die auf sehr, sehr viel Verschiedenem beruhen. Aber dennoch ist es so, dass es zündende Momente im manchmal ja wörtlichen Sinne gibt, die man braucht und die auch, an denen sich dann auch wiederum ganz viel von dem, was sich so subkutan schon bewegt hat, überhaupt erst so zusammenfügt. Ja? Insofern braucht man Mut, mal mehr, mal weniger. Man könnte sagen, in einer wirklichen Demokratie sollte man nicht so viel Mut brauchen. Und ja, das Ausmaß des Mutes, das man braucht, sollte einem dann ein Gradmesser sein und vielleicht auch zu denken geben. Ich versuche mal, Emanzipation zu verstehen, indem ich eine Frage stelle, was ist eigentlich das Gegenteil von Emanzipation?
Das Gegenteil von Emanzipation. Naja, ganz banal, Fremdherrschaft und Fremdbestimmung. Aber ich glaube, dass man mit dem, was man, also mit diesem weiten, dichten Emanzipationsbegriff, auf den wir uns jetzt ja schon fast hier geeinigt haben. Nein. Nein? Wir gehen, Sie haben ihn eingeführt und wir gehen die Reise genau. Ihres weiten Begriffes. Genau. Aber wenn wir haben uns nicht darauf geeinigt. Von dem weiten Begriff, naja, Sie hatten ja auch sowas erwähnt wie, das reicht nicht, dass ich hier bestimmte Rechte habe, es muss sich auch in der Alltagspraxis der Nichtdiskriminierung ausdrücken. Ich habe es anders erzählt. Ich emanzipiere mich, aber diejenigen, die mich fremd bestimmen und damit bewerten weiter, ermöglichen es mir nicht, obwohl ich mich emanzipiert habe, ein emanzipiertes Leben zu leben, weil sie immer da sind und mir klar machen, Illusion kleiner, du bist und bleibst ein kleiner, in Anführungsstrichen, Drecksjude. Und du wage bitte nicht zu glauben, auch wenn du dich emanzipiert hast, du seiest ein Emanzipierter. Aber was bedeutet Was könnte es bedeuten, emanzipiert zu sein, wenn man kein emanzipiertes Leben leben kann? Aber also ist man dann emanzipiert oder ist man dann nicht emanzipiert? Die Frage, die Sie gerade stellen, und das ist das Großartige, dass Sie der Gast sind und nicht ich, müssten Sie jetzt ein bisschen beantworten. Ja, das ist aber eine spannende Frage. Und deswegen, ich finde die Frage ganz großartig. Und machen wir es doch mal Also ich gemeinsam. Würde sagen, wenn man kein emanzipiertes Leben leben kann, weil das Leben so verfasst ist, dass das nicht geht, dann ist man nicht emanzipiert. Dann hat man kein emanzipiertes Leben, können dann wir das so sagen? Dann hat man kein emanzipiertes Leben, aber was heißt dann? Haben Schwarze kein emanzipiertes Leben, viele Menschen mit sexueller Orientierung keins, Juden haben keins, Frauen, glaube ich, in dem Sinne auch keins. Naja, also ich meine, wir haben dann Emanzipationsprozesse erreicht, aber ich habe immer noch kein emanzipiertes Leben. Als Philosophin würde ich Sie jetzt gerne fragen, und jetzt? Wie emanzipiere ich mich weiter? Wie komme ich da aus dieser defetistischen Prognose und Diagnose raus? Helfen Sie mir doch bitte, wie kann ich mich so in vielen Schritten und sehr geduldig, weil das entmutigt mich nicht, weil es gibt ja auch ein paar, die mittlerweile gelernt haben, darauf zu verzichten, zu gucken, ob ich schwarz bin oder nicht, oder es gar nicht mehr sehen, das wäre super. Aber wie soll ich mich denn weiter in diesen Emanzipationsprozess begeben und andere zu ihrer Emanzipation führen, also Veränderung? Helfen Sie mir, geben Sie mir einen Rat. Ich habe mich ja nur gestoßen an der Vorstellung, ich könnte emanzipiert sein, ohne ein emanzipiertes Leben zu leben. Sie haben recht. Und was machen Sie jetzt, das, was Sie ja tun, um Emanzipation kämpfen? Die Dinge aufzeigen, skandalisieren, thematisieren, anderen damit die Gelegenheit geben, sich in diesen Erfahrungen wiederzufinden? Ich meine, das ist doch Teil dessen, oder nicht? Aber ich kann Sie doch nicht emanzipieren. Das hatten wir ja festgestellt. Oder andersrum, kann ein anderer einen anderen zur Emanzipation bringen? Also wie soll ich einen Antisemiten emanzipieren, Mensch zu werden, der merkt, dass er von seinen Gefühlen, von seinen Vorurteilen geleitet ist und sich jetzt verspricht, dank meiner Emanzipationshilfe es nicht mehr zu sein? Das ist historisch bisher jedenfalls gescheitert. Also wie macht man das, wenn die Person das nicht selbst macht? Und das ist, ich finde, das, also darüber habe ich nicht nachgedacht, als ich nachgedacht habe, worüber wir reden, aber ich finde das einen interessanten Punkt. Weil, noch einmal, ich emanzipiere mich, wir sind in einer Gruppe und wir haben protestiert und wir reden miteinander oder auch, wenn es Frauen sind, was auch immer. Und wir machen jetzt auch jedes Jahr mit 300.000 Menschen in Berlin ein Christopher Day Tag und wir zeigen uns und wir sind glücklich und wir merken, dass wir uns nicht verstecken. Also das läuft irgendwie schon endlich ein bisschen besser. So, und dann gehe ich am nächsten Abend spazieren und einer haut mir in die Fresse und sagt, du schwule Sau, in Anführungsstrichen. So, und jetzt liege ich auf diesem Boden und brauche vielleicht eine wirkliche körperliche Hilfe, aber
mein ganzer Emanzipationsprozess, also in ein besseres Leben zu haben, wie wir Philosophen sagen würden, ist zusammengekracht. Was bedeutet das? Viele Menschen hier haben, also wenn es die Eltern sind, ist es ja nicht so schlimm. Wenn die dann bleiben, wie sie sind, dann kann ich sie verlassen. Psychotherapeutisch würden wir das nicht jetzt geantwortet haben. Die verfolgen mich dann ein Leben lang trotzdem weiter über ihren Tod hinaus. Aber gesellschaftspolitisch, was bedeutet das? Ist das also diese Geduld einerseits, die Rückschläge andererseits, und während ich mich bewegt habe und der Rest sich weniger bewegt habe, wird ja mein Leben nicht wirklich freier, besser, anders, weil irgendeiner wartet, um mir zu sagen, na, du glaubst doch nicht wirklich, dass es so weit ist. Aber warum, wenn ich zurückfragen darf, warum rahmen Sie die Frage in die Perspektive, wie kann ich die Täter emanzipieren? Sie könnten ja auch einfach fragen, wie kann ich die Täter davon abhalten, die Täter und Täterinnen davon abhalten, das zu tun, was sie tun, und mich an meiner Emanzipation zu Strafgesetze. Hindern. Ja, Strafgesetze, jetzt können Sie sagen, und noch mehr als das. Was? Ja, alle möglichen, ja, was? Helfen Sie? Nein, aber das Interessante ist doch, dass Sie das aufgebracht haben mit der, unter der Frage, wie kann ich diejenigen emanzipieren, die sich nicht emanzipieren wollen? Und das ist ja eine Frage, die sich auf die Veränderung der Täter richtet, wenn ich das richtig verstehe. Ohne dass ich jetzt, ob das Täter nenne oder nicht, ohne dass ich die gesellschaftspolitische Emanzipation erreiche, ist die individuelle zwar bereits ein Schritt, der in meinem Leben vieles verändert, aber in den Umständen meines Lebens nicht sehr viel besser macht. An dem Punkt sind wir so. Und wie genau schaffe ich das, aus welcher Antwortsperspektive auch immer Sie das sehen, meine Frustration, das war ja das, was Sie erzählt haben, zu verändern? Wie verändere ich es also jetzt, dass ich unter Umständen leben kann, wie ich leben will, und dass das keine Frage mehr ist um mich herum. Also ja, wie geht der Emanzipationsprozess weiter? Der erste Schritt ist doch die Einsicht darin, dass Sie nicht leben können, wie Sie leben wollen, wenn Sie nicht die Umstände verändern, die Sie daran hindern, die Ihre Emanzipation blockieren. Die zweite Frage ist dann die, wie kann ich das verhindern? Wie kann ich diese Umstände verändern? Die Frage stelle ich. Und da hatten Sie doch aber gerade gesagt, na ja, da gibt es immer Rückschläge und dann geht es irgendwann weiter. Und das würden Sie teilen? Also das würde ich unbedingt teilen. Die Frage ist natürlich, wie man die Rückschläge versteht. Und wie man versteht, deshalb finde ich es so interessant, dass Sie die Täter in gewisser Weise in die Emanzipation mit einbeziehen. Und das ist ja eine sehr umstrittene Sache. Man könnte ja sagen, naja, also in Bezug auf diejenigen, die uns daran hindern, uns zu emanzipieren, ist es vor allem wichtig, sie mit welchen Mitteln auch immer davon abzuhalten, das zu tun. Und die Perspektive zu sagen, das geht eigentlich nicht, wenn sich nicht die ganze Gesellschaft emanzipiert. In dem Sinne, dass auch die Täter, diejenigen, die ihnen ihre Emanzipation streitig machen, sich in bestimmter Hinsicht bewegen, verändern, transformieren. Das ist ja eine, also ich glaube, richtige, aber sehr, sehr gewagte und sehr weit ausgreifende universalistische These, ja, zu sagen. Einverstanden. Ich wage und bin sehr gern universell, ja. Ja, ist das problematisch? Nee, das heißt nur, dass man dann umgekehrt die Rückschritte und Blockaden möglicherweise auch in einem anderen Licht betrachten wird. Mich frustrieren die nicht, zum Beispiel? Nee, ich meine jetzt gar nicht, ob man die persönlich so frustrierend findet, dass man nicht wieder aufsteht und weiterkämpft. Das ist eine andere Frage. Aber die Frage ist, was man diese Rückschritte, ja, also wenn man die wiederum nicht individualisieren will und nicht einfach nur sagen, naja, es geht jetzt schon so weit, ja, wie Sie gesagt haben, das läuft, ja, wir können ja auf die Straße gehen, wir können alles Mögliche tun, aber dann schlägt mich doch wieder jemand zusammen oder dann beschimpft mich doch wieder jemand antisemitisch. Wenn man das nicht auf individuelle Gemütszustände oder individuelle
individuellen Hass zurückführen möchte, sondern auf Strukturen dann und gleichzeitig den Anspruch hat, diejenigen, die ihre Emanzipation verhindern, aber das mit ist ein, zu emanzipieren, dann genau, hat man es geht nicht nur um das Individuelle, da haben Sie vollkommen recht. Ich empfinde beispielsweise eine Partei in diesem Land als eine Partei, die viele Emanzipationsprozesse, die Menschen gemacht haben und viele, die es machen wollen, andererseits so viel Angst machen, dass sie jedenfalls das Erreichte in deren persönlichen Leben, aber im politischen Kollektiv bedrohen. Ja. Und wenn ich nach Ungarn schaue, oder wenn ich nach Polen schaue, oder wenn ich unter Trump nach Amerika geschaut habe oder nach Italien schaue, und zwar, ich merke, ich schaue immer mehr, je länger wir diese Reihe hier machen, desto mehr Länder schaue ich, das ist auch nicht gerade ermutigend, merken wir, und das ist vielleicht gar kein Rückschlag, wer weiß schon, aus welcher Perspektive man das auch benennen muss, merke ich, dass emanzipative Prozesse, Frauen, das Thema Abtreibung, bei diesen Parteien haben Frauen natürlich nicht zu denken, dass sie arbeiten sollten, denn dafür sind sie ja nicht auf dieser Welt, all diese Narrative nochmal zurückholen und dafür keine Quantité négligeable, sondern mittlerweile beachtenswerte Minderheiten bis zu Mehrheiten erarbeiten. So, und jetzt stelle ich genau, wie Sie es gesagt haben, auch im politischen Sinne die Frage, dass diese Emanzipationsbewegungen, auch wenn sie glauben, dass sie sich fortsetzen, oft dann gesprengt werden. Und zwar, weil es immer beide Fragen, wie die Welt gestaltet ist und durch Machtkomponenten Emanzipation, nichts ist, was sicher lang und fortschrittbar bleibt. Und was macht man jetzt, wenn man jungen Menschen erklären möchte, oder sehr alten, die das ein Leben lang getan haben, es lohnt sich immer und auf jeden Fall, ohne dabei moralisch werden zu wollen. Was haben Sie aus Ihrem ganzen Denken zu diesem Thema dafür, für vielleicht nur Skizzen von Antworten? Also das ohne dabei moralisch werden zu wollen, finde ich auch wiederum interessant. Ich würde sagen, also wenn Sie das jetzt sozusagen im negativen Sinne eines Moralismus meinen, ich glaube, der Punkt hier ist, dass Emanzipation als kollektive Selbstbefreiung etwas ist, was man nicht aus moralischer Pflicht tut, sondern es ist sozusagen der politisch-soziale Prozess, in dem sich das, was man hier solidarisch mit und für andere tut, von dem, woran man selber ein Interesse haben muss, gar nicht mehr leicht trennen lässt. Also sozusagen die ganze die Vorstellung, das eine ist Altruismus, das andere ist Verfolgen meines Interesses hier, verschwimmt da, glaube ich, auf eine interessante Weise. Und insofern müssen Sie natürlich der Jugend, die immer wieder vor Rückschritten steht oder merkt, wie massive Geländeverluste gewissermaßen, wenn man jetzt hier ins Militärische gehen will, zu verzeichnen sind, ja, so wie es tatsächlich massive Rückschritte, Regressionen, Dinge gibt, die, wo man vor einiger Zeit noch gedacht hätte, es ist unvorstellbar, dass so etwas wieder zurückgenommen wird. Das passiert aber. Was man dazu sagen kann, ist in gewisser Weise immer nur weitermachen und dass das nicht im Sinne eines moralischen, also sozusagen auf eine einfach nur unbegründete Opferbereitschaft oder ein sich an die Sache verschreiben aus Gründen, die gar nichts mit einem selbst zu tun haben. Dass das so nicht ist, steckt, glaube ich, in der Art von Befreiung und dem Befreiungs- und gewissermaßen ja auch Glücksversprechen, das in solchen Emanzipationsprozessen liegt, wenn es solche sind. Der Philosoph und Soziologe, einmal muss er auch hier heute erscheinen, Jürgen Habermas sagt, ich zitiere, ein Akt der Selbstreflexion, der ein Leben ändert, ist
eine Bewegung der Emanzipation. Da ich sowas nicht so gut verstehe, können Sie es mir erklären, was er meint? Er meint, das müssen Sie ihn fragen, also im Grunde das, worüber wir geredet haben, der Akt der Selbstreflexion, der einem, der jemandem klar macht, dass er in Verhältnisse verstrickt ist, die sie unfrei machen, die sie in einer Art und Weise handeln lassen und in Strukturen funktionieren lassen, wie sie an ihrer Selbstbestimmung hindern. Der Akt der Reflexion, der das aufzeigen kann, dass es hier Blockaden gibt, dass es hier verstellte Räume gibt, dass es hier, wir hatten ja geredet über die Situation, in denen man noch nicht mehr den Begriff für das hat, was einen hier bedrückt und leiden macht. In diesem Sinne ist ein Akt der Selbstreflexion, in dem man das an sich feststellt und in Beziehung zu dem setzen kann, ja? Also zu dem, den Dingen in der Welt, den Strukturen in der Welt, den Einflüssen, die aus der Welt kommen, in dem Moment, wo man das in diese Beziehung setzen kann. Und dazu gehört, ich meine, bei Habermas ist das sehr an das Verstehen, an die Selbstreflexion im Sinne von, ja, ich verstehe das, ich erkenne das dann, dass es so ist, und das ist ein Akt der Emanzipation gebunden. Aber so würde ich das verstehen, und ich glaube, dass auch mit Habermas, und Sie sitzen hier in der schönen Freud-Installierung, man diese Vorstellung von Selbstreflexion doch noch sehr viel, sagen wir, weiter umfassender und auch praktischer fassen kann, wenn man sich nämlich klar macht, dass es hier nicht einfach um Erkennen geht, ja? Dass es nicht, also vielleicht ganz ähnlich wie das, was, wenn Sie sich überlegen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Aufklärung und Emanzipation und was sind eigentlich Emanzipationsblockaden, dann finde ich das Beispiel der Zwanghaftigkeit. Also Emanzipation geht ja auch immer um so etwas wie, ja, die Auflösung nicht nur äußerer, sondern auch innerer Zwänge. Das ist gewissermaßen der erste Schritt der Erweiterung und Vertieferung und Vertiefung des Emanzipationsproblems. Stellen Sie sich vor, jemand, der sich 30 Mal am Tag die Hände wäscht, der also zwanghaft ist. Dem nützt es nichts, wenn Sie ihn darüber informieren, dass die Bakterien, die sich an seiner Hand befinden oder ihrer Hand befinden mögen, nicht gefährlich sind, dass das kein Gift ist, was man da abwäscht, dass man, ja, das ist sozusagen, das nützt nichts. Ja, diese Aufklärung im Sinne von jetzt, ja, die. Jetzt versteh's bitte, jetzt denk doch mal kantianisch. Bitte, denk doch mal nach, leg mal deine Hand auf ein Mikroskop, guck dir das an, mach dir klar, dass dir das überhaupt nicht schadet. Das ist, wird nichts ändern. Die Menschen, die von solchen, die solche Zwänge haben, die wissen das im Zweifelsfall. Die wissen das. Sie können es nur nicht erfahren. Ja, sie können dieses Wissen nicht zu ihrem eigenen, ja, sie können das nicht erlebbar machen, die können das nicht zu ihrem eigenen Wissen machen. Und das liegt daran, dass, dass sozusagen, dass es auch eine gewisse Funktion hat, dieses Symptom, das, was sie da betreiben müssen. Und dann gehört in diesem viel weiteren Sinn von Selbstreflexion, also an dem Beispiel gesagt, dann gehört eben mehr dazu als das Wissen darüber, dass das eigentlich überflüssig ist, sondern dann gehört das Wissen darüber, warum man selber das macht. Das ist das, was hier Selbstreflexion ist. Ja, das Wissen über die Vorgänge, die, und das können Sie, glaube ich, auf Gesellschaften erweitern, das ist nicht einfach nur individuelle Pathologien, auf die das zutrifft, sondern eben auch gesellschaftliche Prozesse, das Wissen über die Vorgänge, die hier verhindern, dass man das Wissen überhaupt wirksam machen kann. Das ist die Art von Selbstreflexion, die hier gemeint ist, und die Art von auch Zugänglichkeit von Erfahrungen, die, glaube ich, in Emanzipationsprozessen eine Rolle spielt. Viele Menschen, weil das über das Kognitive läuft, machen sich auf dem Weg, oft weil sie es emotional nicht mehr aushalten. Also das Schmerz, das Leiden, der Unterdrückung auch der politischen, der ökonomischen, ist Emanzipation im Ursprung, in dem Protest
neben dem Kognitiven, dem Verstandmäßigen, dem auch Selbstreflektierenden, nicht auch bedingt an Gefühlen? An Gefühlen von, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich leiste das nicht mehr? Oder auch gesehen zu haben, dass andere ganz anders leben können. Und das sind ja emotionale Prozesse. Also ist Kognition, ist Selbstreflexion, so wichtig das auch sein mag. Und in Deutschland ist Gott Kant ja deswegen so unemotional, weil man in Deutschland keine Emotionen gelernt hat und lernen will, im Großen und Ganzen. Braucht es dieses emotionale Koreferat, um auch die Geduld und die Länge zu entwickeln? Also ganz bestimmt. Also rein, wenn man sich Emanzipationsbewegungen anguckt, dann sind die getragen von eben auch politischen Gefühlen, ja, von Gefühlen der Empörung, also so etwas wie Empörung über einen Zustand, ja, in den die Welt geraten ist, in den ich selber gerate, in dem wir sind, ist ja sozusagen gehört ja zu den Anfängen dessen, was es braucht, um sich dann auf den Weg solcher Emanzipation nennen, im Plural würde ich sie auch gerne immer fassen, zu machen. Ich bin so ein bisschen skeptisch, sagen wir, ich würde das beides voneinander nicht so trennen wollen. Also schon in diesem Selbstreflexionsbegriff, den Sie jetzt gerade mit Habermas hier reingebracht haben, ist ja deutlich, dass es da um mehr geht als nur um eine kognitive Einsicht, weil man Selbstreflexion, der Prozess, in dem man sich über das, was einen hier treibt, klar wird, ist etwas, das mit der Durchdringung und dem Akzeptieren, dem sich Aneignen von Gefühlen, auch von Gefühlsreaktionen ja auch sehr viel zu tun hat. Eine Selbstreflexion, die einfach, also man kann sich, glaube ich, kaum vorstellen, wie das funktionieren sollte, wenn es nicht diesen dichteren, weiteren emotionalen, ja einfach auch den Kompass hätte. Ja? Das ist ja auch ein Kompass auf dem Weg der Erkenntnis, sowohl der Welt als auch der Selbsterkenntnis. Insofern halte ich es da immer so ein bisschen mit den musilschen Äußerungen, wo es darum geht, den Verstand in den Gefühlen und die Gefühle im Verstand nicht zu leugnen. Aber beide Seiten, ja? Also die Gefühle sind haben ja einen kognitiven Gehalt gewissermaßen und also wäre meine, gibt es natürlich unterschiedliche Positionen zu und umgekehrt. Und insofern ja, natürlich, das sind alles auch stark emotionale Prozesse und wenn Sie zu den Frauen im Iran gucken, dann werden Sie ja auch sehen, ja, dass es ohne diese Gesamte, das ist ja auch nicht einfach nur eine Orchestrierung, sondern ich meine, das ist eben auch eine Gefühlslage und also es löst Gefühle aus und es ist Resultat von und Reaktion auf Gefühle. Das lässt sich, glaube ich, gar nicht leugnen. Lassen Sie uns zum Ende nochmal, weil wir das doch noch nicht diskutiert haben, von diesem sehr breiten Begriff von Emanzipation sprechen. Und doch den Anfängen, wie wir das verstehen, zum Beispiel der Juden im 18. und 19. Jahrhundert, die bürgerliche Emanzipation, aber auch Emanzipation von Arbeitern, die Befreiung von Sklaven, die Sie angesprochen haben. Wird der Emanzipationsbegriff, wie wir ihn heute empfinden, ist das nicht eine Überforderung des Emanzipationsgedankens? Nee, ich glaube, es ist eine Notwendigkeit. Also wir haben gar nicht die Wahl, den Emanzipationsbegriff wieder schmaler zu fassen, sondern es ist also die Einsicht daran, dass Emanzipationsprozesse tatsächlich die Veränderung, also um jetzt hier mal ein bisschen Frankfurter Lokalkolorit noch über Habermas hinaus einzuführen, Hans-Jürgen Krahl, einer der großen Wortführer der Studierendenbewegung Frankfurter, hat ja über Emanzipationen auch viel nachgedacht und geschrieben. Da gibt es ja auch diese tatsächlich auch berühmten, auch biografischen Notizen, wo er über seine eigene Emanzipation spricht. Aber wenn Krahl gesagt hat, es geht darum, um veränderte gesellschaftliche Verkehrsformen. Ja? Es geht nicht um die Verteilung, die bloße Verteilung von Ressourcen. Es geht auch nicht um die bloße Verteilung von Macht, sondern es geht um die Veränderung gesellschaftlicher Verkehrsformen,
Also das, worüber wir mit dem breiten Begriff der Emanzipation gesprochen haben, ja, dass sich die sozialen Praktiken und Institutionen auf breiter Ebene und bis in die Kapillaren hinein qualitativ, wie Marcuse gesagt hätte, verändern müssen, dann ist das, glaube ich, etwas, was gar nicht, also das kommt sozusagen nicht on top auf das, was man, wenn man jetzt bescheidener wäre, Emanzipation nennen könnte, sondern es ist Resultat der Erfahrung, dass die schmalere, bescheidenere Deflation, also das, was Sie jetzt am Ende doch mindestens, um mich zu provozieren, gerne nochmal retten würden, es ist das Resultat dessen, dass das alleine nicht funktioniert, dass das eine das andere erfordert. Dass der Umstand, dass im Süden, in den Südstaaten der Vereinigten Staaten bestimmte Institutionen jetzt genauso segregiert sind, wie sie ja, zu Zeiten der Bürgerrechtsbewegung waren. Der Umstand, dass wenn Sie in die amerikanischen Gefängnisse gucken, die sie in einer Weise überproportional mit Schwarzen bevölkert sind, die dann wiederum unter Sklaverei-ähnlichen Verhältnissen arbeiten, sodass man sagen kann, naja, also moderne Sklaverei, also man mag das definieren, wie man will und breiter oder enger auch hier wiederum fassen, aber das sind ja dramatische Erfahrungen, dass es so einfach nicht geht, dass es nicht einfach mit der Deklaration von Bürgerrechten, von politischen Rechten geht, dass das alleine nicht reicht. Und insofern, glaube ich, können wir uns den schmaleren Emanzipationsbegriff in gewisser Weise gar nicht leisten. Wenn Sie diesen Begriff, den Sie gerade verwendet haben, auf Deutschland übertragen, in welchem Zustand ist dieses Land? Oh, Sie wollen jetzt so Skala von 1 bis 10? Nein, wenn ich Ziffern genannt hätte haben wollen, hätte ich das gesagt. Ich bin aber in Mathematik schlecht. Ich bin aber in Worten sehr, sehr verliebt. Also, nehmen wir Worte. Ein Zustand, in dem, wenn man Emanzipation nennen, im Plural fasst. Und das ist, glaube ich, eine weitere Erfahrung, dass es eben nicht die eine Emanzipation, der sozusagen die anderen Emanzipationen immer zuspielen, sondern dass es sich nicht nur um einen Prozess, sondern auch um plurale Bewegungen, die an verschiedenen, plurale Prozesse, die an verschiedenen Prozessen, an verschiedenen Stellen auftreten können, zurückgeschlagen werden, wieder auftreten, die sich manchmal vernetzen und verbünden und die manchmal aber auch gegeneinander stehen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was man sich, was ein bisschen schmerzhaft ist, sich das klarzumachen, aber das ist eben auch so. Wenn man sich da fragt, wo wir stehen, dann würde ich sagen, in manchen Hinsichten haben wir es relativ weit gebracht, in anderen Hinsichten gar nicht. Und viele der Hinsichten, wo wir es relativ weit gebracht haben, sind immer noch nicht genug, immer von Rückschritten bedroht und von, ich würde schon Ihre Sorge teilen, von einer großen regressiven Welle bedroht. Herzlichen Dank. Danke für das Gespräch. Dankeschön. Ich danke Ihnen.